Also bereits in unserem Schwesterwerk im BSH-Werk haben wir vorher mit Oetli gearbeitet. Und 2020, als wir in den CLT-Markt eingestiegen sind dann diese Abmutmaschinen für die Industrie hergekommen oder auf den Markt gekommen. Die, was uns dann als Holzproduzent viel mehr neue Möglichkeiten gegeben hat. Und da waren wir plötzlich konfrontiert mit diesen neuen, sehr leistungsstarken Maschinen, wo es eigentlich noch kein richtiges Werkzeug gegeben hat, um diese Leistung voll auszufahren. Da haben wir eigentlich auch gleichzeitig gemerkt, dass der Oetli sehr interessiert daran ist, mit uns da Werkzeug zu entwickeln. Also wir bei unseren Abmutanlagen sind alle nahezu mit allen Werkzeugen ausgestattet, von Fingerfräser angefangen, in verschiedenen Durchmessern, über Bohrer, über Walzenfräser, über Schwalbenschwanzfräser, Eckenausspitzer. Und unser Hauptwerkzeug ist eben der 40er Turbex Fingerfräser, mit dem wir ja, eine große Palette an Bearbeitungen oder auch Plattenstärken abdecken. Und mit dem 40er Turbex gibt es da ja, ein sehr exzellentes Werkzeug, was natürlich am Anfang auch ein bisschen eine Herausforderung war, das Optimale auszuholen. Und ja, mit der Firma Oetli, die uns da nahezu tagtäglich auch begleitet haben. Wir sind Tüftler nicht. Also der Daniel und ich, da hat sich schon eine Freundschaft mittlerweile aufgebaut. Es ist einfach klasse, mit solchen Leuten zusammenarbeiten, wo das Know-how von einer Seite kommt, wo die Ansprüche von einer Seite kommen. Und dann macht man Werkzeuge und dann probiert man die im Einsatz und die funktionieren. Mit dem Fügefräser können wir natürlich bis zu 240 mm Plattenstärke und 40 mm Übermaß in einem Zug formatieren, wegfräsen. Und wir fahren dort mit knapp 21 Meter Vorschub. Das ist ein extrem hohes Einsatzbereich für das Werkzeug überhaupt bei starken und dicken Platten, der allerdings natürlich auch für alle anderen Varianten einsatzfähig wäre. Es war eine Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Also ich glaube, wir haben uns gegenseitig gepusht. Also der Oetli war natürlich der, der gewusst hat, wie man das Werkzeug baut. Wir haben gewusst, was wir aus unserer Anlage herausholen wollten. Auch der Oetli hat natürlich uns gezeigt, was eigentlich jetzt alles möglich ist mit diesem Werkzeug. Also es war schon ein gegenseitiges Antreiben zu Höchstleistungen. Wenn wir Probleme haben oder ein Werkzeug nicht funktioniert, dann ist da sofort einer da, der sich darum kümmert, der sagt, Servicebox schickst mir da hin. Es ist auch mit den servicierten Werkzeugen, du merkst da keinen Unterschied, ob das jetzt ein nagelneues ist oder ob der schon 10-mal geschliffen ist. Wenn irgendeine Werkzeuge defekt sind oder wenn die Anlagenbediener sagen, irgendwas passt oder nicht, die sind jederzeit erreichbar. Und das ja, zeichnet halt einfach die Firma Oetli aus. Und da merkt man halt auch, dass sie dahinter sind und da auch mit uns das weiterentwickeln wollen.